Imperium der Menschen. Middenland. Die Wehrstadt Warburg. Unweit der Festung und Dorf Delberts im Drakenwald. Rauch und Funken erhoben sich in den stockfinsteren Nachthimmel. Seit einigen Momenten hörte man nur noch das Knistern der wenigen Feuer, die hier und da einige Ställe oder Dächer erreicht hatten, als brennende Fackeln jenseits der massiven Wehrmauer geworfen wurden. Die kleine Wehrstadt hatte sich erfolgreich seit Sonnenuntergang gegen die anstürmenden Wellen der Tiermenschen verteidigt. Hochmotiviert und zu allem entschlossen, warfen sie alle der widerlichen Kinder des Chaos von den Zinnen. Trotziger Jubel erschallte jedes Mal, wenn diese Kreaturen sich unter großen Verlusten zurückziehen mussten. Alle Bürger, Milizen sowie Stadtwachen mühten sich danach mit Leibeskräften in Reihen aus Helfern, die Feuer zu löschen, die während der Angriffe aufgeflammt waren. Auf dem kleinen Marktplatz, unweit von der Mauer und den kleineren Bränden entfernt, hatte der Bürgermeister mit seiner Leibgarde ein Zelt errichten lassen, wo die Verteidigung organisiert wurde. Rund um dieses Zelt waren Tragen und Betten für Verwundete und Sterbende aufgestellt, die im Laufe des Kampfes hierher gebracht und mit dem Notwendigsten versorgt wurden. Meldegänger liefen zwischen der Wehrmauer und dem etwa 300 Schritt entfernten Marktplatz eilig hin und her, versorgten den befehlshabenden Hauptmann mit den wichtigen Ereignissen, die dort geschahen. Von hier konnte er Reserven, Munition und Löschtrupps am besten lenken. Hauptmann Wagner, begann der kleine Bürgermeister mit hochnäsiger Stimme. Die Amtsperson, die in einen wärmenden Mantel mit Fellansatz gehüllt war, räusperte sich, um dem Hünen, der über die Karte von Warburg gebeugt war, zu signalisieren, dass er jetzt gerne ein paar Anmerkungen zur Lage hätte. Doch Hauptmann Stefan Wagner nahm den Bürgermeister nur am Rande wahr. Der Amtmann und höchste Autorität der Stadt war leicht untersetzt. Ein spitzer Kinn und Oberlippenbart verliehen dem Mann etwas Spitzbübisches. Dunkelbraune Augen blitzten unter seinem zylinderartigen Hut auf. Jeder, der ihn erblickte, sah einen Mann, der es gewohnt war, zu reden. Auf seiner Brust prangte das goldene Siegel der Wehrstadt Warburg. Sein Gehstock hielt er mit beiden Händen gestützt vor sich. An jedem Finger ein goldener Ring mit Saphiren. Vor Reichtum strotzender ging es wohl nicht mehr. Das edel bestickte, lilane Samthemd mit dem roten Kummerbund, die eng anliegende rote Hose und die viel zu hohen Halbschuhe rundeten das Erscheinungsbild ab. Ohne eine Antwort des Hauptmanns abzuwarten, sprach der Bürgermeister selbstsicher und mit gerümpfter Nase und hochnäsiger Stimme weiter. »Ich wollte mich nach der Lage erkundigen, habe den Tumult am Rande unserer Stadt bemerkt und bin sogleich hierher geeilt. Kann ich irgendetwas für meine Bürger tun?« Die Szenerie wurde durch helle Sturmlampen in ein sanftes Licht getaucht. Der Lärm an der Wehrmauer drang nur gedämpft bis hierher. Aber da der Marktplatz von Warburg etwas erhoben im Zentrum der Stadt angelegt war, war ein guter Rundumblick gegeben und es war zu erahnen, wenn ein Feind sich der Stadt näherte. Hauptmann Wagner blickte entnervt auf und drehte sich um. Ein Meldegänger drängelte sich an den beiden Bihandkämpfern vorbei, die als Leibwache den Bürgermeister begleiteten. Unsanft packte einer von ihnen den Mann
und riss ihn an der Schulter herum. Hey, Schmeißfliege! Der Bürgermeister ist jetzt hier, also zoll ihm deinen Respekt! Brüllte ihn der hartnasige und mit stechendem Blick starrende, schwer gerüstete Wächter an. Das klickende Geräusch, wenn jemand den einrastenden Hahn einer Pistole zurückzieht, war zu hören. Im selben Moment blickte der Bihandkämpfer, der den überraschten Boten noch immer ruppig festhielt, in den kreisrunden Lauf der geladenen und, wie man erkennen konnte, von Zwergenhand hergestellten Schwarzpulverwaffe. »Lassen Sie sofort meinen Meldegänger los«, knurrte der Hauptmann. »Ich sage es nicht noch einmal«, und drückte jetzt die Mündung direkt an die Stirn des Leibwächters. Schnell kam er dem nach und wich zurück. Schon wollte dieser zu einer unschönen Antwort ausholen, da erhob der Bürgermeister wieder seine nestelnde Stimme. »Na, na, na, ich würde vorschlagen, dass wir alle kurz durchatmen und zuerst den Boten anhören.« Und machte eine ausladende Geste dabei. Der Meldegänger ratterte seine Meldungen herunter, bekam vom Hauptmann sofort Anweisung, der Mann salutierte und beeilte sich, aus dem Zelt zu gelangen. Hauptmann Wagner sah ihm nach und drehte sich zum wartenden Bürgermeister um. Er setzte ein gequältes Lächeln auf und sprach den Amtmann direkt an. »Bürgermeister, zurzeit beharken uns diese widerlichen Kreaturen des Drachenwaldes. Aber laut meiner Erfahrung loten diese verschlagenen Biester nur unsere Verteidigung aus. Deshalb halte ich unsere Bolzen, Pulver und Kugeln noch zurück. Auch die Männer der Reserve lasse ich noch in der Kaserne.« Wagner spuckte aus. »Und das bedeutet was?« fragte der Bürgermeister, jetzt durchaus besorgter. »Das bedeutet, dass das dicke Ende noch kommt und wir alle draufgehen werden. Denn wenn am dritten Tag unsere Männer erschöpft, die Wehrmauern und das Tor zerstört sind, wir mehr Verwundete als Kämpfer haben, dann schlagen die Tiermenschen erst richtig zu«, knurrte der zweite Bihandkämpfer. Überrascht drehte sich der Amtmann zu ihm um. Auch Wagner war überrascht, dass der Bihandkämpfer und augenscheinlich vernarbter Veteran ihre Situation so treffend und eiskalt klar dargelegt hatte. Aber, ich will nicht sterben«, jammerte jetzt der Bürgermeister. »Und wie wäre es, wenn wir verhandeln? Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie wir verschont bleiben«, wimmerte er weiter. Hauptmann Wagner sog die Luft scharf ein und schüttelte den Kopf. »Zivilisten. Noch ist es nicht so weit. Die Stadt Middenheim hat bestimmt unsere Lage erkannt, als Rauchwolken aufgestiegen sind, und werden in diesen Momenten bereits mit einer wehrhaften Streitmacht hierher unterwegs sein«, versuchte Wagner ihn zu beruhigen. Der hakennasige Bihandkämpfer schüttelte den Kopf und spuckte ebenfalls aus, stützte sich dabei lässig auf die Parierstange seines wuchtigen Zweihänders. »Ja, bei Sigma, das heißt, wir sind alle verloren!« In den Augen des Bürgermeisters keimte jetzt offene Panik auf. Die hohen Tannenwälder des Drachenwaldes erstreckten sich im Umkreis von Warburg. Ein schmaler Trampelpfad, dem die Gruppe folgte, schlängelte sich in Richtung der Stadt. Auf der anderen Seite dieser wehrhaften Kleinstadt tobte anscheinend ein Kampf. Wurde sie angegriffen? Die Meldung, die vor 2 Tagen Heinrich Kruger erreicht hatte, war deutlich. Irgendetwas in Warburg ging nicht mit rechten Dingen zu. Der Schreiber und Schatzmeister
Jacques de Claude hatte ihm, dem Hexenjäger Heinrich Kruger, eine Mitteilung schicken lassen. Darin wurde erwähnt, dass in Warburg wohl eine Chaos-Sekte oder irgendwelche anderen blasphemischen Gruppierungen ihre Hände im Spiel hatten. Dieser Schreiber war einer der wichtigsten Informanten, die der Hexenjäger im Lauf der letzten Jahre rekrutiert hatten. Und dieser Mann kam zwar aus Bretonia, und abgesehen von seinem scheußlichen bretonischen Akzent, schätzte er aber die Informationsquelle. Dieser Mann war durch und durch korrekt, was das Bezahlen, das Ansparen und vor allen Dingen das Abgleichen von Gold, Silber und Kupfermünzen betraf. Diesen Mann konnte man nicht bestechen, da er wie eine Glucke auf seinem Geld hockte. Heinrich Kruger schätzt solche Menschen, die in gewissen Bereichen unverrückbar und verlässlich waren. Aber selbst sie waren mit dem Segen des Misstrauens beglückt worden. Denn kein Hexenjäger vertraute jemandem. Niemanden. Niemals, niemals, niemals. Urblatt Rotgut. Ein gewaltiger Oger, der aus den Zeiten stammte, als es im Imperium noch nicht so viele Chaoskultisten und andere revoltierende Kreaturen im Imperium gab. Das war zumindest der Eindruck, dem sich Adjutant Jochen Bleisk gewahr wurde. Urblatt war ein Oger, der mindestens 8 oder sogar 10 Köpfe über ihm aufragte, aber irgendwie etwas verwirrt dreinschaute. Urblatt Rotgut ist mein Name. Und deiner? Der Adjutant war ein schmächtiges Kerlchen von vielleicht gerade mal 26 Sommern. Genau konnte das Urblatt nicht einschätzen, aber er hatte das Gefühl, dass dieser Jungspund und mickrige Mensch ihm irgendetwas sagen wollte. Jochen Bleisk war Adjutant und er war hier in Warburg, um dem Hexenjäger als Assistent zur Seite gestellt zu werden. Die 7 Jahre lange Ausbildung im Orden des Silberhammers hatte sich gelohnt. Seine Eltern hatten viel Geld in ihn investiert und nun war er auf einem guten Weg, als Assistent eines Hexenjägers zu agieren. Nicht um einer zu werden, vielmehr als Schreiber im Hintergrund zu agieren und seine Taten, seine Verurteilungen und vor allen Dingen seine Reise aufzuzeichnen. Gleichermaßen galt er als zuverlässig, was das Schreiben, Rechnen und Lesen und die privilegierten Edikte zuzulassen. Ein Hexenjäger war sozusagen Ankläger, Richter und Henker in einem. Und man stellte einem Hexenjäger einen Adjutanten bei. So eine Art Ratgeber, der mit einer Spur menschlicher Vernunft dem Hexenjäger zumindest noch einen Rat und eine menschliche Ansicht geben konnte, bevor er ein Urteil fällen würde. Jochen Bleisk war 26 Sommer alt und fühlte sich jetzt gerade in seiner Haut sehr unwohl, da dieser Oger nicht nur furchteinflößend war, sondern auch fürchterlich stank. »Meine Straßenköter übernehmen jeden Auftrag. Das hier ist mein Schatzmeister Jacques de Claude und ich bin Urblatt Rotgut.« Der Adjutant nickte. »Das habt ihr schon gesagt, werter Urblatt. Es ging mir darum, ich bin im Auftrag von Altdorf hier, vom Orden des Silberhammers
und ich suche eine zuverlässige Söldnertruppe, die wir im Lauf der nächsten Zeit, wie soll ich sagen, anfordern können für beflissentliche Aufträge, die ein wenig mehr Mannkraft erfordern. Ihr meint wohl Ogerkraft? Ja, sicher, denn mein Schreiber Jacques wird alles Weitere mit Ihnen erklären, denn ich bin Urblatt Rotgut, ein Oger, und meine Straßenköter hauen alles in den Matsch. Adjutant Jochen Bleisk schüttelte innerlich den Kopf. Die wenigen Kenntnisse, die der Adjutant hatte, reichten aber aus, um den Oger einschätzen zu können. Oger waren nicht dumm. Sie waren in allem, was sie taten, einfach nur etwas langsamer. Also sollte irgendwann einmal jemand darauf kommen, den Oger übers Ohr zu hauen, dem Oger einen Streich zu spielen oder ihn sogar hinters Licht zu führen. Und der sollte sich in dem Moment, wo er es tut, schleunigst aus dem Staub machen. Denn ein wütender Oger, der ein Ziel hat, einen zu zerquetschen, weil er ihn geärgert, hintergangen oder sogar betrogen hat, der lebt nicht lange. Das war eine Äußerung, die Jochen Bleisk von seinem Vater erfahren hatte. Sicher, Oger waren jetzt kein seltener Anblick im Imperium, denn Golfax-Oger hatten durchaus ihren Ruf im Imperium verbreitet. Und Urblatt-Rotguts Straßenköter waren nun nicht so ganz bekannt dafür, dass sie, saubere Arbeit leisteten. Aber das war auch nicht so wichtig, denn Urblatt-Rotguts Straßenköter würden sich mit Kreaturen, mit Ketzern, mit Zauberern und Chaosanbetern anlegen, die es sowieso nicht darauf angelegt hatten, ehrenhaft und ruhmreich zu kämpfen. Man sollte kurzerhand Dreck mit Dreck bekämpfen. Oder Feuer mit Feuer. Je nachdem, wie man das Ganze sah. Der Raum, in dem Urblatt und Jochen Bleisk standen, war dunkel, schmutzig und wurde einzig durch ein offenes Fenster erhellt. Draußen scheinte der Mond mannslieb herein. Von draußen kamen auch die Geräusche eines nächtlichen Bauernhofes. Hier und da gackerten ein paar Hühner, die Grillen zirpten und das Rauschen des Windes in den Bäumen war zu hören. Ansonsten hörte man, als würde jemand auf eine Treppe hinaufsteigen. Daraufhin öffnete sich die marode Holztür. Ein schmaler, schlaksiger Mann kam herein. Er hatte eine merkwürdige Brille auf der Nase und auf seinem Kopf prangte ein Aufsatz mit einer Platte, auf der eine Kerze flackerte. Er hatte eine rote Robe an und rechts und links von ihm hingen zwei Taschen, die bis zum Bersten voll gefüllt waren mit Schriftrollen, kleineren Büchern, Mappen, Schreibfedern, Tintenfässchen und sogar ein paar Lupen. Der Mann baute sich vor Jochen Bleisk auf. »Gestatten, mein Name ist Jacques de Claude. Ich bin Schreiber und Schatzmeister der Straßenköter von Urblatt Rotgut, meinem allerbesten Freund hier.« »Ja, Urblatt Rotgut ist guter Freund von Jacques de Claude.« Der Oger lachte und dabei hielt er sich den wackelnden Bauch. Der riesige Kopf des Ogers legte sich quer. Er blinzelte mit einem Auge. Das andere hatte leider eine große, furchteinflößende Narbe. Irgendein Monster oder irgendein Gegner hatte ihm wohl diese Wunde zugefügt. Aber Jochen Bleisk war sich sicher, dass dieser Gegner nicht mehr lebte und
Der riesige Morgenstern, auf den sich Urblatt Rotgut gestützt hatte, bog sich leicht, als dieser mit seinem Ellenbogen sich abstützte. Nun, mein werter Adjutant Jochen Bleisk, habe ich das Vergnügen, mit dem zukünftigen Assistenten von dem Exenjäger Heinrich Kruger? Jochen Bleisk nickte. Das haben Sie. Ich bin eigens aus Altdorf hierher geschickt worden, um dem Hexenjäger zur Seite gestellt zu werden. Ich wollte mich an dieser Stelle noch einmal erkundigen, wie eure Konditionen aussehen und mich direkt mit dem Schatzmeister, also mit Ihnen, abzugleichen. Sie bekommen von uns eine besagte Anzahl an Gold- und Silbermünzen und stehen dann mit Ihrem Hauptmann Urblatt Rotgut zu unserer stetigen Verfügung. Sehe ich das richtig? Oui. Ich bin hier als Schreiber angestellt und die einzelnen Personen unserer Mitkämpfer sind mir natürlich nicht bekannt, weil die meisten von ihnen ihren Namen weder schreiben noch lesen können, geschweige denn irgendwelche Unterschriften haben. Wir verfahren nach dem ganz einfachen Prinzip, und zwar, dass Urblatt Rotgut ein perfektes Gedächtnis hat. Sicher, er kann weder schreiben noch lesen, aber er kann sich Gesichter merken. Er gibt ihnen Namen wie Schielauge, Kurzhaar, Dickbauch. Verstehen Sie, werter Jochen Bleisk, ich kann mir solche Namen einfach selber nicht merken. Deshalb ist meine Bezugsperson einfach nur Urblatt Rotgut und alles, was an Aufträgen kommt, teile ich ihm zu. Ebenso natürlich das Gold, den Proviant, die Waffen und die gesamte Ausrüstung. Er verteilt das auch unter seinen Leuten. Deshalb machen Sie sich keine Gedanken. Ihr Auftrag ist hiermit entgegengenommen. Der Schreiber deutete auf einen Tisch, der jetzt erst für Adjutant Jochen Bleisk sichtbar wurde. Denn die Kerze auf dem Kopf des Schreibers erhellte den Raum jetzt glücklicherweise. Ein Tisch mit zwei Stühlen, auf dem bereits einige Schriftutensilien vorbereitet waren, lagen zur Unterschrift bereit. Jochen Bleisk überflog die Dokumente. Es war ein Antrag auf eine reguläre Miliztruppe, die einen Hauptmann beinhaltete. Dann den Preis, den es dafür zu bezahlen gab, und die Zeit, von wann bis wann die Dienste in Anspruch genommen wurden. Darunter waren eine Menge Zahlen, ein Strich darunter und die Endsumme, die Adjutant Jochen Bleisk dort sah, ließ ihm die Augen übergehen, drehte sich dann zum Schreiber um und fuhr fort: Das ist nicht Ihr Ernst. Eine solche Summe. Da kriege ich ja mindestens einen halben Trupp an Bihandkämpfern aus Altdorf, denen ich vertrauen kann. So sehen Sie es, aber verstehen Sie mich auch. Ich habe auch Unkosten. Denn ich muss schließlich dafür sorgen, dass das Gold stimmt. Ich muss Ihnen Essen und Trinken bezahlen und Unterkünfte. Das ist eine kostspielige Angelegenheit, vor allem bei Kreaturen, die man als Diebe, Mörder, Halsabschneider, Tagediebe oder Schlimmeres bezeichnen kann. Sie müssen sich damit nicht umschlagen. Ich bin der Einzige, den Sie ansprechen. Gegebenenfalls auch Urblatt hier. Als Adjutant Jochen Bleisk kopfschüttelnd das Haus verlassen hatte und sich auf den Weg in Richtung Marktplatz machte, da war es so, dass ihm auffiel, dass auf der einen Seite dieser Stadt Feuer brannten. Hier in Warburg sollte doch eigentlich alles in Ordnung sein. Und der Hexenjäger sollte auch bald eintreffen. Was war also geschehen? Sicher, sie waren hier im Dragwald. Aber die Stadt Warburg galt als eine der sichersten und wehrhaftesten Städte. Sollte also eine feindliche Armee diese Stadt angreifen, würde sie sich für mindestens die nächsten 3 Tage die Zähne ausbeißen. Jochen Bleisk beeilte sich, um einen der Wachtürme zu erklimmen,
die in der Stadt verteilt waren. Die Tür stand offen, und er war sich sicher, dass er am oberen Ende des Turmens mindestens zwei Wachen finden würde, aber auf dem Weg nach oben und schließlich auf der Plattform nichts. Niemand. Kein Mann, der Wache schob. Aber von hier aus hatte er einen guten Blick. Da war's. Im Norden der Stadt waren Feuer zu sehen. Augenscheinlich wurde dort gekämpft, aber schon seit mehreren Stunden. Wahrscheinlich schon seit Anbruch der Dämmerung. Auf der anderen Seite blickte er in den Wald. Er hatte sich ein Fernrohr aus seiner Tasche geholt. Ein wichtiges Utensil, wenn man als Adjutant unterwegs war. Man musste stets dem, dem man angestellt war, die wichtigsten Informationen geben können. Und wenn man dabei ein Fernglas hatte, war das durchaus hilfreich, etwas weiter zu schauen als ein gewöhnlicher Adjutant. Er ließ die kreisrunde Linse am Waldrand entlang gleiten. Die Reitergruppe, die sich jetzt der Stadt von Süden her näherte, war eindeutig als die des Hexenjägers zu erkennen. Der Mann ritt auf einem Pferd, zusammen mit einigen Pistolieren, die ihn anscheinend von Middenheim bis hierher eskortiert hatten. Die fünfköpfige Gruppe, zusammen mit dem Hexenjäger, beeilten sich. Sie hatten den Galopp angetrieben. Die Pferde hatten bereits Schaum vor dem Mund, und das bedeutete für den Adjutanten, dass der Hexenjäger es offensichtlich eilig hatte. Das konnte nur bedeuten, dass der Hexenjäger in Kenntnis gesetzt war, was hier in Warburg verlief. Rasch zog er das Fernrohr wieder ein, steckte es zurück in seine Tasche, beeilte sich den Turm wieder hinunter, die Straße entlang und bis zum Südtor. Wenn ein Hexenjäger hier nach Warburg kam, dann war irgendetwas im Argen. Eigentlich hatte der Adjutant gedacht, dass er seinetwegen hierher nach Warburg kommen würde, aber das war offensichtlich falsch. Das Südtor öffnete sich knarzend. Die Pistoliere galoppierten an ihm vorbei. Und da war er, Hexenjäger Heinrich Kruger. Die Wachen, die das Tor geöffnet hatten, jubelten, als sie den Hexenjäger erkannten. Alle schlugen das Zeichen des Sigma quer über ihre Brust und jubelten. Sie freuten sich ernsthaft. Und als Heinrich Kruger vom Pferd stieg und es einem der Soldaten in die Hand drückte, drehte sich der Hexenjäger zu seinem Adjutanten Jochen Bleisk um. »Sie sind Jochen Bleisk.« Sicher. Ich bin Abgesandter des Silberhammers und als Adjutant ausgebildet. Ich soll Ihnen zur Seite gestellt werden.« Er fummelte etwas unsicher an seiner Tasche herum, zog den Brief heraus, der extra für diesen Moment vom Amtmann des Silberhammers angefertigt wurde. Er sollte ihn beim ersten Treffen gleich dem Hexenjäger überreichen. Der Hexenjäger schaute ihn grimmig an. Der Schlapphut, der Mantel, der zwei Hände auf dem Rücken, das Pistolenpaar in den Halftern, die kniehohen schwarzen Stiefel, der graue Spitzbart, die stechenden blauen Augen. Genau so hatte er sich ihn vorgestellt. Ein verwegener Hexenjäger. Kruger las die Zeilen, die für ihn bestimmt waren. Das Siegel verriet ihm, dass der Brief immer noch ungeöffnet war. Aber selbst das rief in ihm Misstrauen hervor. Als er den Brief zu Ende gelesen hatte, faltete er ihn zusammen, hielt ihn an eine der Fackeln und verbrannte ihn. Dann blickte er auf seinen Adjutanten. »Jochen Bleisk, ja? Gut, wir werden sehen. Sie werden von nun ab
nicht von meiner Seite weichen. Sie werden immer hinter mir stehen. Entweder auf meiner 5-Uhr- oder 7-Uhr-Höhe. Haben Sie verstanden? Der Adjutant war verwirrt. Was für eine Höhe? Und warum eine Uhrzeit? Anscheinend hatte der Hexenjäger schnell erkannt, dass der Adjutant verwirrt war. Gut, wir fangen ganz von vorne an. Wenn ich sage, auf einer Uhrhöhe. Dabei kniete sich der Hexenjäger hin, nahm einen Stock vom Boden und ritzte etwas in den schlammigen Boden. Wenn das hier eine Uhr ist, er zeigte eine kreisrunde Zeichnung, dann stehe ich im Mittelpunkt. Alles, was vor mir ist, ist 12 Uhr. Alles, was rechts von mir ist, ist 3 Uhr. Was links von mir ist, ist 9 Uhr. Und alles, was hinter mir ist, ist 6 Uhr. Nun müsste klar sein, dass... Der Adjutant fiel ihm ins Wort. Sicher. Also 5 Uhr wäre neben 6 Uhr und 7 Uhr wäre auch links oder rechts hinter Ihnen. Richtig, sprach der Hexenjäger weiter. Er richtete sich auf. Ich werde hier noch einiges zu tun haben in dieser Stadt. Ich habe gehört, dass die Stadt von Norden her von Tiermenschen behagt wird. Bevor es hier zur großen Katastrophe kommt, werde ich dafür sorgen, dass wir die Verantwortlichen für diese Angriffe vor Gericht stellen. Ich möchte, dass sie alles aufzeichnen, was ich tue. Wohin ich gehe, in welchem Wirtshaus ich Einzug halte, wen ich verurteile, wen ich anspreche, wann und wo ich war, welche Ausrüstung wir haben, welche Ausrüstung wir brauchen. Ich möchte, dass sie alles im Voraus für mich organisieren. Der Adjutant nickte. Das war schon mal ein guter Anfang. Hexenjäger, wie soll ich Sie anreden? Nennen Sie mich einfach nur Heinrich. Ich hab's hier nicht so mit irgendwelchen Floskeln. Ich heiße Heinrich und Sie heißen Jochen. Fertig. Ich brauch keine komplizierten Dinge. Die beiden schüttelten ihre Hände. In dem Moment gab es eine laute Explosion im Norden der Stadt. Das war kein gutes Zeichen. Jochen, steig aufs Pferd. Wir müssen nach dem Rechten sehen. Und ich muss den Bürgermeister treffen. Hier soll ein Hauptmann namens... Wie hieß er noch gleich? Stefan Wagner das Kommando haben. Meine Bezugsperson ist im Übrigen der Schreiber Jacques de Claude. Ein Schatzmeister einer etwas heruntergekommenen Söldnertruppe namens... Der Adjutant fiel ihm wieder ins Wort. Ihr meint Urblatt Rotguts Straßenköter? Die habe ich bereits angeheuert und sind bereits unter Vertrag. Ich habe hier die Unterschrift des Schatzmeisters und das Kreuz von Urblatt. Er hielt dem Hexenjäger ein unterzeichnetes Dokument vor. Der überflog es rasch und nickte. Guter Anfang, Jochen. Guter Anfang. Aber jetzt bleib dicht hinter mir. Die beiden gingen zusammen die Straße hinauf. Und als sie den Marktplatz erreichten, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild. Als der Hexenjäger und sein Adjutant den großen Platz in der Mitte der Stadt Warburg betraten, strömte eine große Gruppe von Flüchtlingen herbei. Sie waren entsetzt und baten jeden, den sie trafen, um Hilfe. Anscheinend hatten die Tiermenschen das nördliche Tor durchbrochen und strömten jetzt ins Innere der Stadt. Schnell sah Heinrich Kruger, dass das Zelt in der Mitte des Platzes von einem
wehrhaften Hauptmann besetzt war. Nebenbei betrachtete er aber auch zwei kämpferische Bihandkämpfer, in deren Mitte eine winzige Gestalt stand, die wild mit den Händen gestikulierte. Und fast konnte er auch die Stimme hören. Er beeilte sich. Sein Schritt wurde schneller. Sein Adjutant auf dem Pferd blieb an Ort und Stelle und machte sich anscheinend irgendwelche Notizen. Heinrich zuckte mit den Schultern. Jetzt hatte er erstmal seinen Auftrag im Sinn. Die flüchtenden Bürger rannten unkoordiniert auf dem Platz hin und her, schrien verzweifelt. Er hörte Rufe wie »Sigmar, rette uns! Ulrich, steh uns bei!« Es dauerte einen Moment, bis er das Zelt erreicht hatte. Noch einmal drehte er sich um. Auf dem gesamten Marktplatz lagen überall Verwundete, Sterbende, Verletzte und tapfere Helfer und Helferinnen, die versuchten, den armen Seelen eine Linderung zu geben. Und doch jetzt hatte der Feind die Nordtore durchdrungen. Jetzt musste schnell etwas geschehen. Denn Tiermenschen waren nicht zu unterschätzen. Ihre Wildheit, ihre Masse. Nichts und niemand konnte sich ihnen entgegenstellen. Der Hauptmann würde sich jetzt beweisen müssen. Er hatte das Zelt erreicht. Er unterbrach das hektische Gespräch. Offensichtlich hatte der Bürgermeister panische Angst um sein Leben, wie eigentlich alle reichen Bürgermeister, die er bisher getroffen hatte. »Wer von Ihnen ist der diensthabende Offizier?« warf Kruger ein. Der Hauptmann drehte sich um. »Ich bin der Hauptmann Stefan Wagner, verantwortlich für die Verteidigung dieser Stadt.« Die beiden Männer standen sich gegenüber. Hauptmann Stefan Wagner erkannte, dass er einen Hexenjäger vor sich hatte. Man erkannte diese Typen sofort. Sie hatten dieses gewisse, angsteinflößende Etwas um sich. Und Heinrich erkannte, dass er einen kraftvollen und entschlossenen Hauptmann vor sich hatte. »Gut, wir müssen die Verteidigung der Stadt organisieren. Ziehen Sie alle Truppen zusammen und führen Sie die Hauptstraße entlang. Während Sie den Angriff führen, das ist Ihr Kriegshandwerk, werde ich dafür sorgen, dass der Anführer der Tiermenschen unter meinem gerechten Zorn und unter meiner Verurteilung fällt. Haben Sie das verstanden, Hauptmann? Damit ergeht ein Befehl direkt vom Orden des Silberhammers an Sie.« Hauptmann Stefan Wagner war nicht begeistert von dem, wie dieser Hexenjäger mit ihm sprach. Aber er war sich sicher, dass er genauso auch mit jedem anderen sprach. Ein Hexenjäger war eine große Autorität, die man niemals anzweifeln sollte. Das hatte man ihn damals schon in der Schwertschule eingeimpft. »Halte dich an den Weg Sigmars. Dann hast du vor solchen Männern nichts zu befürchten«, hat damals der Feldwaibel zu ihm gesagt. Jetzt war Hauptmann Stefan Wagner ein Hauptmann. Er hatte 3 Regimenter, eine Kavallerieschwadron, 3 Kanonen und sogar einen Dampfpanzer zu seiner Verfügung. »Das werde ich tun, Hexenjäger, wenn Sie Ihre Arbeit ebenfalls tun. Gemeinsam werden wir es schaffen, diesen Feind aus Warburg wieder herauszuschmeißen.« Der Hauptmann zog sein Schwert, salutierte und drängte sich am Hexenjäger und Bürgermeister vorbei. Es wurde Zeit für ihn, nun die Truppen anzuführen. Und nur Sigmar wusste, wie dieser Kampf ausgehen würde. Der Hexenjäger schaute dem Hauptmann nach, der irgendwann im Gewirr der Leute verschwunden war. Aber er war sich sicher, dass dieser Hauptmann genau wusste, was er tat. Dann drehte sich Heinrich Kruger zum Bürgermeister um. »Und ihr seid Bürgermeister?« »Mein Name ist Meinhard Koller«,
der Bürgermeister von Warburg. Und mit wem habe ich die Ehre? Heinrich Kruger beugte sich nach vorne, etwas hinunter, damit sie auf Augenhöhe waren. Scharf funkelte der Hexenjäger den Bürgermeister an. Mein Name ist Heinrich Kruger, Hexenjäger, Gesandt vom Orden des Silberhammers. Und ich soll in dieser Stadt nach Personen Ausschau halten, die sich der Ketzerei schuldig gemacht haben. Seid ihr einer von ihnen? Der Bürgermeister schüttelte den Kopf wie wild. Nein, bei Sigmar, ich... Niemals. Ihr könnt meine Wachen fragen. Ich habe niemals mit irgendwas paktiert. Ich will... Ruhe, zischte Heinrich. Ich werde mit euch verfahren wie mit jedem anderen, den ich verdächtige. Und ihr, Leibwächter? Scharf schaute er die beiden Bihandkämpfer an. Der linke Kämpfer von ihnen schaute ihm gelassen an. Der rechts von ihm, der mit der Hakennase und dem stierenden Blick, zuckte zusammen, als der Hexenjäger ihn scharf beäugte. Wer seid ihr? Ich bin ein Bierhandkämpfer, ein Wächter des Bürgermeisters. Grunhold, mein Name. Seit 6 Jahren im Dienst des Bürgermeisters. Heinrich bemerkte einen Anflug von Unsicherheit im Blick des hakennasigen Bihandkämpfers. Das soll fürs Erste reichen. Aber ich werde wiederkommen. Mein Adjutant, Jochen Bleisk, wird sich gleich bei Ihnen melden. Er wird Ihre Unterlagen prüfen. Ihr Umfeld. Ich werde bald dazukommen. Beten Sie zu Sigmar, dass Ihre Investitionen in Ihre Wehrkraft gut waren. Ich hoffe, dass wir den Feind bald besiegen können. Meine Aufgabe wird es sein, den Anführer des Feindes niederzustrecken. Und dann komme ich zu Ihnen und werde Sie prüfen. Damit drehte sich Heinrich um und bahnte sich einen Weg durch die wimmelnde Menge, die sich jetzt angsterfüllt auf dem Marktplatz drängte. Dass sie einen Hexenjäger sahen, der sich durch ihre Reihen bewegte, erfüllte viele mit Mut. Aus dem Augenwinkel erkannte Heinrich, dass einige Familienväter sich von ihren Familien verabschiedeten, ihren rostigen Säbel, Knüppel, Dreschflegel, Bogen oder Armbrust in die Hand nahmen und sich ihm anschlossen, in einem respektvollen Abstand. Heinrich versuchte, diese Menschenmenge, die sich langsam hinter ihm aufbaute, zu ignorieren. Eine schmalere, parallele Straße führte auf einen kleinen Vorhof, wo er plötzlich innehielt und sich umdrehte. Etwas erschrocken blieben die Menschen vor ihm stehen und warteten auf das, was der Hexenjäger nun sagte. Ich bin Hexenjäger Heinrich Kruger und ich befehle euch, eure Stadt zu verteidigen. Formiert euch, setzt eure Waffen gezielt ein. Du! Er deutete auf einen großen, kräftigen, bulligen Mann in der Mitte. Du bist jetzt der Anführer. Du sorgst dafür, dass diese Kämpfer, die eigentlich mir gefolgt sind, jetzt die ausrückende Truppe unter Hauptmann Stefan Wagner unterstützen. Du richtest das Wort direkt an den Hauptmann und frage ihn, wo du deine Männer einteilen sollst. Der Mann nickte. Anscheinend traute er sich nicht, irgendetwas zu sagen. Die Männer waren nun auf diesen einen Kämpfer eingeschworen und er würde genau das tun, was der Hexenjäger ihm befohlen hatte. Die große Traube von Kämpfern
lief nun an ihm vorbei. Und er blickte nach oben, auf die Dächer von Warburg. Schnell erkannte er eine Leiter, die an einem Schuppen lehnte. Er nahm sie und ging auf das erste Dach. Das Hochklettern der Leiter war für ihn die leichteste Übung. Allerdings die glatten Dachschindeln hinauf zu balancieren, war dann schon schwieriger. Aber schließlich schaffte es Heinrich. Er stellte sich auf den Dachfirst und verschaffte sich einen Überblick. Zur Linken sah er Hauptmann Stefan Wagner. Er saß auf einem gepanzerten Streitross. Hinter ihm ein Regiment Bihandkämpfer, ein Regiment Hellebardiere, dahinter Schwertkämpfer und von Wagentrossen gezogen drei Großkanonen. Und ganz am Schluss, und er musste zweimal hinschauen, ein fauchender und zischender Dampfpanzer. Eine solche Konstruktion war sehr selten im Imperium zu sehen. Gut, in Altdorf wusste er, wo die Werkstätten für diese gewaltigen Konstruktionen standen. Ein nicht unbekannter Architekt und Baumeister namens Leonardo de Miragliano hatte anscheinend diese Konstruktionen vor einigen hundert Jahren bereits entworfen und sogar gebaut. Aber Heinrich verwarf den Gedanken. Jetzt musste er sich hier drauf konzentrieren. Er musste den Anführer des Feindes finden. Und das konnte er nur, wenn er am Rand der Stadt war. Er atmete tief ein und begann jetzt von Dach zu Dach zu springen. Seine verwegene Gestalt mit einem Schlapphut, dem wehenden Mantel hinter sich, dem Zweihänder auf dem Rücken, dem Pistolenpaar in den Halftern, die eleganten Stiefel gaben dem Kämpfer für die Gerechtigkeit den nötigen Halt. Er sprang, rollte sich ab, sprang wieder, hielt sich fest, rollte sich wieder ab, sprang zum nächsten Dach, lief weiter über die Firste. Es machte ihm Spaß, denn seine Agilität war etwas, auf die er sich verlassen konnte. Und nach einigen Augenblicken und etwas außer Atem hatte er den Stadtrand am Nordtor erreicht. Hier bot sich ihm ein Bild des Kampfes. Der Vorplatz vor diesem Nordtor war von Trümmern und brennenden Teilen des Tores übersät. Hier und da wurde gekämpft, aber es strömten Tiermenschen hinein. Merkwürdigerweise nur kleinere Kreaturen, die sich hinterhältig jeden Verteidiger einzeln vornahmen. In wenigen Augenblicken würde die Streitmacht des Stefan Wagner eintreffen und dann würde es zu einem offenen Kampf kommen. Glücklicherweise hatten die Bürger, soweit es ging, die engen Gassen mit Wagen, Kisten und Fässern zugesperrt, dass die Tiermenschen zumindest hier aus diesem Vorplatz erst einmal nicht herauskommen würden. Aber lange würde es nicht dauern, bis die Bürgermiliz ihren Widerstand einstellen würden und Hals über Kopf in die Stadt flüchten würden. Und dann wäre das Chaos perfekt und man würde es nicht mehr schaffen, die Tiermenschen daran zu hindern, Warburg zu plündern. Mit seinen scharfen Augen versuchte Heinrich, sich einen Überblick zu verschaffen. Vor allen Dingen versuchte er im Dunkeln dort draußen vor der Stadt zu erkennen, wer im Hintergrund die Fäden zog. Er musste diesen Anführer ausschalten. Und er war sich sicher, dass diese Tiermenschen einen bestimmten Auftrag hatten. Hier im Norden war der Angriff konzentriert. Das bedeutete, dass irgendwer anders diese Ablenkung ausnützen würde. Wo in Sigmas Namen würde er, wenn er ein Diener des Chaos wäre, seine düstere Beschwörung abhalten? Wo würde er diesen Vorfall nutzen,
um die Ablenkung zu garantieren. Er überlegte kurz, ließ seinen Blick über die Dächer von Warburg streifen. Und dann fiel es ihm auf. Dort, die Sigmarkirche, ein paar Gassen abseits der Hauptstraße. Heinrich beeilte sich. Er hatte da ein Gespür, ein Gefühl, das ihn vorantrieb. Dieses Gefühl war genau das, auf das er sich immer verlassen konnte. Noch nie hatte dieses Gefühl ihn getrogen. Und auch diesmal würde es nicht so sein. Er hatte schließlich das letzte Haus erreicht, ließ sich an einer Regenrinne herunter und sah gerade noch, wie der Dampfpanzer an ihm vorbeirumpelte. Die flüchtenden Bürger, die jetzt bereits an ihm vorbeiströmten, sahen auch den Hexenjäger. Und einige dieser flüchtenden Bürger schlossen sich ihm wieder an. Es war schon ein merkwürdiges Gefühl. Diese Ausstrahlung hatte er überall. Egal in welcher Stadt er kam. Überall schlossen sich ihm freiwillig Kämpfer an. Sie sprachen so gut wie gar nicht, aber deckten ihm immer den Rücken. Dann stand Heinrich vor dem Eingang der Sigmarkirche. Eigentlich sehr ungewöhnlich, denn man befand sich ja im Land Mittenland. Eigentlich müsste dies eine Kirche oder ein Tempel des Ulrich sein. Aber nein, hier war eine Kirche des Sigmar. Und die Tür war nicht verschlossen. Einer düsteren Ahnung nach zog er beide Pistolen aus ihren Halftern und schubste die Tür auf. Dann stürmte er in die Kirche. Die Bänke rechts und links waren umgestoßen. An dem Altar hing ein Sigmarpriester mit den Füßen zuerst an einem Pfahl. Darunter stand ein grausam kichernder Kerl mit riesigen Muskeln. Sein Rücken war über und über mit Chaosrunen tätowiert. Neben diesem Hünen stand ein kleiner, deformierter Kerl, der aus einem Buch etwas vorlas. Auf dem Boden waren violette Kerzen aufgestellt. Der Mann, der dort oben an dem Pfahl hing, zappelte vor Angst, Panik rufend. Helf mir im Namen Sigmars! Heinrich stürmte nach vorne und versuchte zu zielen. Der große, bullige Kerl drehte sich sofort in seine Richtung und stürmte auf Heinrich ein. Wie in Zeitlupe verstand Heinrich sofort die Situation. Er hatte nur 2 Schuss. Und im inneren Geist ratterte er die typische Anschuldigung herunter. Ich klage dich an, ein Verräter an der Menschheit zu sein. Ich verurteile dich hiermit zum Tode durch einen Schuss durch dein Hirn. Das Urteil wird nun sofort vollstreckt. Er drückte den Abzug. Die krachende Explosion schleuderte die gesegnete Bleikugel aus dem Lauf. Noch während er lief und den ersten Schuss bereits gelöst hatte, zielte er mit der 2. Pistole auf den vor sich hin Chaos anbetenden Chaos-Kultisten. Die Kugel krachte ebenfalls aus dem Lauf und auch ihm besann er mit der Anschuldigung. Das alles geschah in einem Wimpernschlag. Der Hühne krachte nicht einen Schritt vor Heinrich auf den Boden, riss dabei einige der herumliegenden Bänke um. Der 2. krachende Schuss hatte den Schädel des Chaosanbeters gesprengt. Der blutende Hals mitsamt dem Körper fiel leblos zu Boden. In der Mitte des Kreises hatte sich schon eine wabernde Öffnung gebildet, aus der anscheinend ein Chaosdämon hätte hervorbrechen sollen.
Doch als der Körper des Chaosanbeters zu Boden fiel und das Blut sich auf dem Boden verteilte, erlosch dieser leuchtende Kern. Erleichtert steckte Heinrich die beiden Pistolen wieder in ihre Schäfte. Sicherheitshalber zog er den Zweihänder von seinem Rücken und näherte sich den am Boden liegenden Chaosanbeter. Der Mann, der über ihnen an dem Pfahl hing, war plötzlich still. Und angsterfüllt deutete er in Richtung des Ausganges. Dort stand eine gerüstete Gestalt, die ihre zweihändige Waffe gezogen hatte. Langsam kam er aus dem Schatten. Im ersten Moment dachte er, es würde sich um den Hauptmann handeln. Sein zweiter Verdacht hatte sich bestätigt. Der hakennasige Bihandkämpfer steckte augenscheinlich mit hinter diesem Komplott. Hier in der Stadt Ulrichs einen Tempel des Sigma zu schänden, lag ganz im Zeichen der Chaosanhänger. Sie wollten den Zwist zwischen den beiden Religionen schüren. Schon ewig waren Ulrich-Anhänger und Sigma-Anhänger einander Feind. Diese Eskalation des Verrats und der Schändung hätte in Warburg zu einem Bürgeraufstand geführt. Der Plan war sehr oft anzutreffen. Ein Hexenjäger wusste das. Denn ihm war egal, ob Sigma oder Ulrich. Es waren die Menschen, die er beschützen sollte, mit all seiner Macht. Und wenn dann ein oder zwei Unschuldige einmal der Kugel, dem Zweihänder oder dem Scheiterhaufen erlegen waren, was sollte es? Die anderen Hunderte waren gerettet. Ihr seid gekommen, um mich niederzustrecken, nicht wahr? Ich habe eure Pläne aufgedeckt. Dieser Plan hat funktioniert. Wie konnte ich ahnen, dass ein Hexenjäger aus Altdorf hierher geschickt wird? Ich werde euch töten, verdammter Hexenjäger. Noch einmal kommt ihr mir nicht in die Quere. Und ich werde andernorts meine Pläne durchführen. Das Chaos in seiner reinen Form wird eure Welt überfluten. Und nun sterbt, Hexenjäger! Der Mann stürmte jetzt mit erhobenen Zweihänder auf ihn zu. Ein solcher Kampf gegen einen gut durchgeübten Bihandkämpfer würde Heinrich wahrscheinlich verlieren. Aber durch sein Alter kam seine Erfahrung zugute. Er hatte keinen Schuss mehr in den Pistolen. Aber er war sich sicher, dass der Bihandkämpfer, der jetzt mordlüsternd auf ihn zustürmte, mit dem Blick des Wahnsinns im Gesicht, würde einen Fehler machen. Einmal mehr besann sich Heinrich Kruger darauf, dann zuzuschlagen, wenn er den letzten Hieb austeilte. Krachend prallten die Klingen aufeinander. Finte, Parade, Schlag, Hieb. Wuchtig zischten die Waffen durch die Lüfte, klirrten prallend aufeinander, zerstoben Holzsplitter, die in ihren Weg standen. Heinrich duckte sich, wich aus, wand sich. All sein Können wand er auf, um diesem Bihandkämpfer die Kraft zu rauben. Denn wer viel schlug, verbraucht auch viel Kraft. Im letzten Moment, als sie beide neben dem Altar standen, riss er seinen Zweihänder hoch und hielt ihn parallel zu seinem Körper. Der feindliche Bihandkämpfer schlug auf seine Hüfte. Krachend knallte die Klinge auf Klinge. Er drehte sich um sich selbst und hieb von oben auf den Bihandkämpfer ein. Normalerweise würde sofort ein Gegner diese Verteidigung nicht mehr machen können. Aber mit einer übernatürlichen Geschwindigkeit wich dieser zurück.
Das Chaos hatte bereits Besitz von ihm ergriffen. Ein Rumpeln war plötzlich zu hören und vom Seiteneingang brach eine gewaltige Kreatur durch die Tür. Mit einem Brüllen nahm Heinrich nur den Schatten wahr, denn er konzentrierte sich auf seinen Gegner. Der hatte seinen Zweihänder bereits wieder zum Schlag erhoben und mit einem Blick des Wahnsinns würde der nächste Treffer Heinrich tödlich verwunden. Doch diese riesige Gestalt, die anscheinend mit mehreren anderen Gestalten im Schatten dieser Sigmar-Kirche eingebrochen war, stürmte nun auf diesen Bihand-Kämpfer ein. Und Heinrich sah nur den Schaft und die Kugel eines Morgensterns, der von oben erst den Schädel des Bihand-Kämpfers zerbrach und dann tief in den Rumpf des Feindes eindrang. Tot sackte der zu Boden. Und im Schein der dutzenden lilanen Kerzen sah Heinrich, als er sich wieder erhob und überrascht von der Wucht dieses Schlages, richtete er sich hinter dem Altar wieder auf. Da stand ein gewaltiger Oger, der sich lässig mit einem Fuß auf dem toten Körper des Bihand-Kämpfers stellte, stützte sich lässig auf dem Schaft des Morgensterns auf und um ihn herum standen ziemlich verwegene Schurken herum. Mörder, Diebe, Tagelöhner, Abschaum. Das, was er eigentlich immer am liebsten auf dem Scheiterhaufen sehen würde. Aber er erkannte den Oger. Und dann den schmalen Schreiber, der direkt neben dem Oger stand. »Bonjour, bonjour, werter Exenjäger. Ich möchte Ihnen hiermit Ihre Söldnertruppe vorstellen, die Urblatt Rotguts Straßengötter. Ich habe mir erlaubt, das Gesprächsthema darauf zu lenken, dass Sie vielleicht Hilfe brauchen. Und Ihnen sind ja auch einige der Bürger von Warburg gefolgt. Also habe ich kurzerhand Urblatt gesagt, sag mal, möchtest du nicht deine Männer anführen zu deinem ersten Auftrag? Oui? Daraufhin hatte Urblatt gesagt. Claude lehnte sich nach vorne und machte in einer ausladenden Geste ein Zeichen zu Urblatt. Dann hat Claude uns alle hierher geführt. Die Tür war nämlich zu. Die habe ich dann mit meinem Kopf eingerannt. Und da sah ich dann diesen komischen Kerl, diesen Mickrigen, wie er auf euch einhauen wollte. Und ich hab mir gedacht, da könnte ich doch euch retten, nicht wahr? Das war gut gemacht von einem Oger, oder? Oder? Denn Oger sind schlau. Heinrich zuckte die Schultern. Innerlich dachte er, was für ein Vollidiot stellt einen solchen beschränkten Oger ein. Aber er wusste auch, dass Menschen, oder sagen wir besser Oger, die nicht so ganz helle sind, sind die besten Kämpfer. Abgesehen davon ist mehr Muskeln als Hirn durchaus lenkbarer als jemand, der einen scharfen Verstand hat und wenig Muskeln. Er sah auch, dass sich dieser Schreiber und Schatzmeister Claude zusammen mit dem Oger Urblatt wunderbar ergänzten. Das Abschaumpack, was sich jetzt um den Oger scharrte, würde Heinrich bei Nacht entweder sofort erschießen oder erschlagen. Aber sie alle folgten Urblatt. Und dieser Kerl hatte, und das gestand sich nun auch Heinrich ein, ihm das Leben gerettet. Verdammt nochmal! Dieses Ehrgefühl war wirklich nervig. Ein weiteres Geräusch durchbrach plötzlich die gedankenvolle Stille. Der Adjutant, Jochen Bleisk, kam die Tür herein. »Oh,
Heinrich, ich sehe, alles ist gut verlaufen. Ich habe nur gesehen, dass Claude mit Urblatt und den Straßenkötern mir bereits einen Schritt voraus waren. Ja, es freut mich, euch ja, in dieser doch erschreckenden Szenerie. Der Adjutant war sichtlich erschrocken über die ziemlich gemetzelte Atmosphäre. Nun, ich bin froh, dass ihr lebt. Und ich habe auch mit dem Bürgermeister zusammen einige wichtige Dinge klären können. Ich bin relativ schnell darauf gekommen, weil der Bürgermeister mir mitgeteilt hatte, dass sich einer seiner beiden Leibwachen rasch von ihm verabschiedet hatte. Er wollte sich der Streitmacht von Hauptmann Stefan Wagner anschließen. Dabei wusste ich aber, dass diese Streitmacht schon längst abmarschiert war. Und ich habe vorhin auch gesehen draußen, die Streitmacht hat übrigens die Tiermenschen zurückgeworfen. Und das Tor ist wieder verschlossen. Der Angriff ist also abgewehrt. Und ihr habt den Verräter erwischt. Heinrich atmete tief ein und aus. Er stand an der Seite des Altars. Vor ihm Urblatt Rotgut mit dem Schreiber. Dahinter sein Adjutant. Nun, dieses erste Abenteuer in Warburg war zum Glück heil überstanden. Aber es waren noch einige Dinge zu klären. Denn in der Welt des Imperiums gibt es noch viele weitere schlimme Schurken, die es zu bestrafen gilt. Ich hoffe, dass in dieser ersten Folge ein kleiner Einblick kam, wie es den Menschen, den Hexenjägern, den Hauptmännern, den Zauberern, den Technikussen, den Soldaten des Imperiums erging. Wir hören uns wieder im nächsten Teil, wenn es heißt Hexenjäger Heinrich Krüger.